So Leute, willkommen zu diesem Video und zwar ist es einfach mal ein ganz spontan aufgenommenes Video, was ich mir so überlegt hatte, denn es kam jetzt wieder eine Zeit lang keine Videos mehr und ja, ich möchte einfach einige Sachen dazu sagen, jetzt einfach ein bisschen Real Talk zu der ganzen Sache mit Minecraft und so weiter. Ich werde Minecraft jetzt nicht quitten, keine Angst, aber die Sache ist halt Minigames wie SG, Skywars und so, das kann ich halt gerne bringen, nur die Sache ist, es schaut keiner mehr, es ist langweilig, für mich macht es nicht wirklich viel Spaß sowas zu bringen und ja, keine Ahnung, also mir macht es halt nicht so viel Spaß sowas hochzuladen oder keine Ahnung, generell aufzunehmen. Es gibt zwar manchmal Zeiten, da denke ich mir, okay, eine SG-Runde geht mal klar, ne, kann man mal machen, aber ist jetzt nicht so, dass ich es leidenschaftlich die ganze Zeit wieder aktiv bringen könnte wie vorher. Und wie gesagt, außerdem juckt es halt keinen mehr. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. Die Sache ist halt, ich habe mir jetzt überlegt, was mache ich dann jetzt eigentlich? Ich bringe jetzt keine Minigames, Varo geht momentan ja nicht los, ich habe ja mein eigenes in Planung. Dazu kommen auf jeden Fall noch genug Infos, deswegen, es wird in diesem Video noch nicht kommen, es wird in einem anderen Video kommen. Aber ja, wie gesagt, bis zu meinem eigenen Varo wird es noch ein bisschen dauern. Warum werdet ihr dann auch erfahren? Und ja, kommt halt wie gesagt ein Infovideo. Ja, die Sache ist, ja, wenn ich mal kein Varo habe, dann mache ich eigentlich kaum Videos oder sehr inaktiv. Und wenn Varo ist, dann kommt natürlich direkt daily immer was. Und ja, es lief dann immer ganz gut so. Und ich weiß nicht, soll ich denn wirklich irgendwie Videos zwischendurch mal so bringen? Dann würde ich vielleicht mir lieber überlegen, dass ich so besondere Videos bringe, die vielleicht ganz cool sind und vielleicht auch mal ein anderes Spiel, was ich dann gut zusammenschneide, nicht einfach nur so ein Gameplay hochladen, sondern wirklich so ein paar Best-ofs davon, von einem Game, so ein paar Skiller-Moments oder irgendwie sowas, ne? Und wenn ich ein Minecraft-Video bringe, dann vielleicht mit einem ganz bestimmten Thema oder irgendwas richtig Cooles, was so einfallsreich ist und nicht einfach so eine Runde Survival-Game, Skywars, irgend sowas halt. Und keine Ahnung, habe ich mir halt überlegt, dass ich das, glaube ich, so machen werde in Zukunft oder vielleicht irgendeine Combo-Video, so kann man auch mal machen. Jetzt, ich würde jetzt nicht nur sowas bringen, aber einfach mal so ein bisschen einfallsreichere Videos und die ein bisschen mehr Arbeit brauchen, die vielleicht schöner sind zu sehen, kürzere Videos, damit ihr sie euch besser anschauen könnt. Denn ich merke einfach so, in den letzten Jahren war es einfach so, ja, hier, keine Ahnung, ich habe halt viele treue Zuschauer gehabt, die sind bis heute halt nicht mehr da oder, keine Ahnung, vielleicht kommentieren die meisten auch nicht mehr. Ich meine, heute ist es auch so, dass ich kriege halt zwar noch relativ viele Likes auf dem Video, aber Kommentare sind immer noch kaum da. Das ist auch nicht so schlimm, nur es ist halt schade. Ich würde nämlich manchmal gerne wissen, wer eigentlich noch so bei mir aktiv ist, aber naja, egal. Auf jeden Fall, ja, Kommentare waren früher auch viel aktiver auf YouTube, muss man einfach mal sagen. Ist aber jetzt gar kein Thema, man muss nicht immer was kommentieren, weil manchmal liked man einfach ein Video und fertig. Ich kommentiere auch so gut wie nie ein Video, muss ich ehrlich sagen. Und ja, das Feedback zeigt man einfach nur mit einem Daumen, das ist einfach heutzutage so und kann man nicht ändern. So, die Sache ist, ich möchte, wie gesagt, dann einfach nur noch irgendwelche besonderen Videos bringen, so wie ich es vorher schon mal gemacht hatte, jetzt einfach weiter so. Und wenn Varo-Projekt kommt, dann mache ich das Varo-Projekt. Wenn was ein anderes Projekt kommt, was mit PvP zu tun hat, was cool ist, dann mache ich das. Und ja, generell, damit auch meine Kanalstruktur einfach noch ein bisschen gleich bleibt und nicht immer irgendwas geändert wird. Denn ich möchte ja auch noch, dass mein Channel wächst. Ne? Das ist ja klar, das möchte irgendwie jeder. Und, oder die meisten möchten das. Ich möchte auf jeden Fall meinen Channel noch wachsen sehen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja, okay, ich mache jetzt einfach ein Varo-Pack. Ich habe da übelst Bock drauf. Ich mag Varos. Ich möchte einfach mein eigenes Varo-Business so gesehen durchstarten. Empire Varo wird dann zukünftig voraussichtlich alle 2 Monate kommen. Und das will ich wirklich durchziehen auch und das auch mein voller Ernst, ist nicht irgendwie nur so gesagt, ich möchte auf jeden Fall das mit dem Varo-Projekt durchziehen, dass wenn es einmal kommen ist, dann kommt nächste 2 Monate wieder eins und so, dass es halt so eine Gewohnheit wird, dass dieses Varo-Projekt so gesehen existiert. Und ich weiß genau, dass sowas auch auf jeden Fall gut ankommen wird. Klar ist es so, ich mache es nicht nur wegen irgendwelchen Abos oder so, die ich bekomme. Ich mache es einfach, weil ich Bock habe, mal was Eigenes zu leiten, mal was Eigenes aufzubauen. Und worauf man so auch ein bisschen stolz sein könnte. Man sagt ja, okay, ich habe jetzt hier ein Team. Ich habe ja ein komplettes Varo-Pack so alleine aufgestellt. Und ja, so wie ich das halt möchte. Und ja, ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, die ich da geplant hatte. Und ich bin mir da relativ sicher, dass ich auf jeden Fall Bock drauf habe. Auf Varo-Projekte habe ich immer Bock drauf, das wisst ihr. Nur halt so Minecraft-Minigames zocken ist halt nicht mehr so das Geilste. Ja, also wie gesagt, Varo-Projekte wird wahrscheinlich
ja, am meisten hier nur kommen, wenn überhaupt, dann werde ich zwischendurch nur irgendwelche speziellen Videos bringen, wenn die cool sind, wenn ich irgendwas cool geschnitten habe. Ich werde auch vielleicht mal ein anderes Video bringen. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es cool fändet oder so. Oder ich lade einfach mal eins hoch und dann sehe ich mal an der Resonanz, wie das so ist. Denn ich möchte auch nur das bringen, was die Leute auch feiern natürlich. Und ja, ich habe dafür zwar einen Zweitkanal zwar, aber da bringe ich ja nur so Trash-Videos. Und hier möchte ich generell so, wo ich viel Arbeit reinstecke, möchte ich dann auch meinen Abonnenten auf diesem Kanal zeigen. Und ja, deswegen. Wie gesagt, Infos kommen dann zu, also Infos zu Empire Varo kommen auf jeden Fall noch im nächsten Video. Wartet da einfach mal ab und warum dann erstmal ein bisschen seltener Videos kommen werden, da gibt es nämlich so eine kleine Sache. Ich werde nämlich bald in den Urlaub reisen und ja, das kriegt ihr dann alles im nächsten Video mit. Und ja, da wird auch direkt die Anmeldephase von Empire Varo sein, denke ich mal. Und ja, freut euch drauf. Ich hoffe, es kommen viele Anmeldungen da zu. Und ja, das Video geht jetzt schon über 5 Minuten lang. Ich sage einfach mal, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like auf diesem Video da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.